Hallo Freunde, heute habe ich wieder einen absoluten Klassiker für euch. Meine K-Swiss-Geschichte reicht ungefähr schon 10 Jahre zurück und jetzt darf ein neuer Montara im Schuhschrank natürlich nicht fehlen. Grundsätzlich war ich von K-Swiss immer recht begeistert. Man muss sagen, die Marke ist ja schon bekannt, aber nicht extrem verbreitet. Also die 5 Streifen, die klassischen, die man hier sieht, nein, das ist keine Fälschung von der Adria. Hier ist es wirklich das Markenzeichen, die 5 Streifen. Und der Look ist clean meiner Meinung nach und fällt nach wie vor auf. Den Montara gibt es in 2-3 verschiedenen Farbvariationen. Ihr kennt mich mittlerweile ein bisschen, habe mich natürlich wieder für die weiße Variante mit leichten schwarzen Akzenten entschieden. Ich wollte einfach wieder einen Schuh für den Sommer, etwas Frisches. Und da kommt der Montara genau richtig. Ich muss sagen, ich habe das Teil um gute 40 Euro erworben. Übrigens den Link natürlich wieder in der Videobeschreibung, wenn ihr ihn euch holen wollt. Und muss sagen, dieses Mal bin ich so semi-zufrieden mit dem Ding. Ja, ich bleibe dabei, Look ist klasse, aber über die Verarbeitung müssen wir wirklich reden. Wie gesagt, treuer K-Swiss-Kunde seit 10 Jahren und es lässt einfach immer wieder ein bisschen nach. Grundsätzlich haben wir hier komplette Synthetik. Beim oberen Material Kunstleder und ich nehme dieses Wort normal nicht so in den Mund, aber es ist ein reiner Plastikbomber. Keine Chance, dass hier irgendwie Luft durchkommt und eine ordentliche Durchlüftung der Füße ist schwierig. Ihr ahnt es vielleicht. Achtung, Schweißfußgefahr. Achtung, kennt ihr das, wenn die Sneaker so komisch riechen? Das hier birgt Gefahrenpotenzial. Also für eine Saison einen clean weißen Schuh, super Sache. Nachhaltig, naja, ist das allerdings nicht, beziehungsweise das könnte man diskutieren. Hätte jetzt auch nichts von K-Swiss gehört, dass die hier recycelte Materialien verarbeiten, sondern ist wirklich ganz ein einfacher Schuh. Man bedenke, der K-Swiss Classic war der erste Vollleder-Tennisschuh und na gut, ein paar Jahre liegen dazwischen, aber die Qualitätsspanne ist schon recht eindeutig. On top gleich noch ein paar Kritikpunkte vorweggeschickt. Also ich habe hier zum Beispiel dieses typische K-Swiss Logo, das mir eigentlich relativ gut gefällt, aber hier, Freunde, einfach relativ lieblos drauf geprintet. Das bricht mir schon ein wenig das Herz. Ich habe hier nämlich noch meinen alten Sneak. Achtung, verzeiht mir, der ist schon leider etwas durchgetragen, aber das Logo ist noch schön gestickt. Das ist doch ein kleines Detail, auf das man achten kann. Auch das Leder fühlt sich noch etwas weicher an, etwas geschmeidiger, nicht ganz so billig, oder? Und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe mal nachgesehen, alle meine alten K-Swiss waren immer so, ja, in der Gegend Vietnam gefertigt und der hier kommt aus China. Macht das einen Unterschied? Naja, ich kann es nicht beurteilen, aber das Ding riecht natürlich auch schon mal nach Kunststoff. Ganz eindeutig. Aber genug der Worte, macht doch einfach selber ein Bild in der Nahaufnahme und los geht's!
Also Freunde, so weit passt der Case with Montara schon. Im ersten Moment fühlt er sich sogar recht gut am Fuß an. Wie gesagt, ich habe da nur ein paar Bedenken auf Dauer, dass das Ding einfach Schweißfüße produziert und ihr kennt diesen Geruch, der ist unangenehm, das muss nicht sein. Habt ihr das Teil so, ja, für ein, zwei Stunden dann vermutlich überhaupt kein Problem, aber jetzt für einen längeren Arbeitstag würde ich das Teil nicht anbehalten. Ja, aber auch die Vorgänger waren schon immer recht angenehm. Die Passform, oh, ist einfach ein Traum für so richtige Alltagssneaker, richtig cool. Wenn auch etwas kalt gefüttert, also einfach so richtig ein Sommerschuh. Zuletzt wollen wir natürlich immer wissen, welchen Schuh du im Close-Up sehen willst. Und wenn dir das Video bei der Qual der Wahl geholfen hat, lass uns doch einfach mal ein Like da. Und sonst, damit wir uns das nächste Mal wiedersehen, abonnieren nicht vergessen. Und zuletzt macht's gut, Freunde. Ciao.